Okay. Die haben nicht wirklich was dazu gelernt. Ich dächte. Ich glaube, da brauchen wir jetzt 20 Seelen dafür, damit wir das lernen können. Gut. Was nun, Drache? Nach Haus, wo sich die Schriftrolle der Alten befindet. Ah, okay, jetzt sollen wir uns entscheiden. Sprich mit Esbern oder sprich mit Arnegier. Oder nicht und. Ich bin mir da nicht sicher. Jetzt sollten wir erstmal ein paar Nebenquests machen. Schriftrolle der Alten, da würde ich eher da. Dann würde ich eher mit den Alten reden. Mit Arne Gier. Ah, ich weiß nicht, ob das. Ja. Ich weiß nicht, ob wir denen vertrauen können. Finde das ein bisschen, dass die sich nicht. Dass die sich so gegeneinander. Dass die so sich nicht können. Ich würde lieber den Alten. Den Weisen mir vertrauen. Ihr habt also mit Paturnax gesprochen. Das Drachenblut brennt hell in euch. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Dann sei es so. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Aha. Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfeste. Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht. Solche Gottesläster geht mit eurer Frage zur Akademie von Winterfest. Vielleicht kann euch da geholfen werden. Zur Winterfest. Finde heraus, wo sich die Schriftrolle der Alten befindet. Ja. Die Winterfeste. Ein weiterer langer Weg durch eisige Berge. Können wir jetzt nicht mehr mit den Dingen reden?
denke, das können wir jetzt nicht mehr. Wir müssen da nochmal vorbeigehen. Wenn wir die Möglichkeit haben. Es ist keiner mehr hier. Ein bisschen Speis und Trank. Das haben wir uns wohl jetzt verspielt. Oder nicht? Früher habe ich davon geträumt. Im Traum stand ich an einem Ort hoch oben. Auf einem... Ah, da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, dass ihr Fortschritte auf eurer Suche nach diesem Schrei gemacht habt, mit dem wir Alduin besiegen können. Ah, fürwahr ein nettes Rätsel. Sowas findet man wohl nicht bei seinem Buchhändler. Aber ich bin mir sicher, dass ihr damit fertig werdet. Probiert es bei den Magiern der Akademie von Winterfeste. Aha. Sie interessieren sich sehr für arkanes Wissen. Dann kam der Lichtblitz. Die hätten uns beide einfach geholfen. Inmitten der Wolken, die Grenze zwischen den Welten bilden. Okay. Ja, das bringt jetzt keine Vorteile oder Nachteile. Blitz sein können, aber der Donner fehlte. So, ich hätte mal Bock, aber jetzt erstmal ein paar Sidequests anzunehmen, um Geld zu bekommen, um die das Haus auszustatten, damit das nicht ganz so klinglich aussieht. Dazu erstmal nach Weißlauf. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Der letzte Bote, der hat uns einen Brief gegeben, der uns nach. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Wo Botane gewohnt sind, wo wir einen Werwolf gesehen haben. Brief eines Freundes. Max, mit der Machtdemonstration eures Tugend. Ihn habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenbootes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrat. Braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf die Ruinen von Kilkerat zu richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut schließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Ah, ja. Ich glaube, da haben wir eine weitere Nebenquest eröffnet.
geschäftliche Angelegenheiten. Ich kriege dafür ein bisschen Geld. Hier dem völligen Geist gibt es eine mächtige Waffe. Also ich verspreche mir hiervon einiges. Das war hier. Das Wissen der Alten, können wir später noch weitermachen. Das wir im Rattenweg da erstmal ein paar Quests für die Diebesgilde machen können. Wo war das nochmal? Hier drüben. Ich werde aber hier vielleicht mal zum. Haben wir was für den Schmied? Nicht wirklich, wir haben auch nichts wirklich gesammelt. Die Heißkette können wir vielleicht verkaufen. Ich habe hier einige gute Stücke. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Meistens eher Schaden austeilen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Okay, vergesst, ich glaube, das muss ihr mit dem. Falls ihr etwas braucht. Ah, das ist direkt unser Haus. Ich muss das mit dem Gemischwarenhändler ausmachen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe Zeit. Alles steht zum Verkauf. Alles. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Okay. Eisenplattenhandschuh, Rüstung 16. Oh, nicht schlecht. Sie gibt mir aber erstaunlich wenig dafür, dass die 600 wert sein soll. Bitte kommt wieder. Ich glaube, der gibt es die Kampus die ganze Zeit schon schlechte Geschäfte. Geht ein Riss durch Himmelsrand. Die besten Stücke vom Frisch. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Tja. Gute Jagd. Ich habe nichts getan. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. So. Nicht wirklich. Gegrüßt. Gut, dann werde ich erstmal. Rüften aufbrechen. Vielleicht finden wir unterwegs Richtung Gartenweg noch einen Händler, der uns was, abkauft. Warum ist hier immer Nacht und Wankung? Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, fühlt ihr euch, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Bitte. Oh, bitte. Ich ist der Marktplatz. Entspannt ist alles, worum ich bitte. Ich habe keinen Streit. Ist das denn so schlimm? Ich nur für einen Moment sprechen. Ja. Ihr beobachtet den Markt. Legt euch lieber hin. Ihr seht nicht gut aus. Ich halte es hier nicht mehr aus. So kalt. So hungrig.
Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Das ist ein Gürtel, können wir mal abgeben. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Kauf und Verkauf. Grüße, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Jawohl. Leider bin ich einer der letzten traditionellen Saxliel-Juweliere in Tamriel. Aha, ein Juwelier. Unser Handwerk gerät langsam in Vergessenheit. Das einzige Problem ist, dass ich schwer an Materialien komme. Wärt ihr interessiert daran, ein wenig Material für mich zu sammeln? Ich würde... Danke sehr, Landläufer. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. Zwei. Das, was ihr hier seht. Halsketten. Wow, Notamulett. Nicht schlecht. Und können wir uns eh nicht leisten, wir können uns gar nichts leisten. Steko-Sachen. Könnte man Schmuckkraft tragen. Hält ich aber nicht so viel von. Waffen und Rüstung werden verbessert. Ja. Für 244. Das Inventar hat mir gerade gesagt, das gibt es. Das ist 600 wert. Sollten wir nicht unter Wert verkaufen. Das. Können wir, by the way, mal eben anziehen. Landläufer, wenn euch etwas gefällt, könnt ihr mir werft einen Blick darauf. Okay, die Haut des Ritters wird gepasst. Passt auf euch auf. 2000 irgendwas wert. Und schon, was die mir anbieten. Wollt wohl sehen, wie Balimond wahre Wunder mit dem die besten Waffen und Rüstungen. Okay, die kann man nicht verkaufen. Wenn ihr weitere Schmiedearbeiten zu erledigen habt, kommt vorbei. Okay, dann gehen wir erstmal zum Rattenweg. Dann kümmern uns dort um ein paar Aufträge. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Hier bekommt ihr sie. Auf zum Rattenweg. Käfigtür. Skritsch. Aha. Und mit anderes zu tun als... Oh. Was war das? Mit Tieren zu beschäftigen. Schön. Hier ist ein Alchemielabor. Wir wollen hier ein paar Schulden ertreiben. Ah.
für die Diebesgilde. Hier nicht. Lydia. Lydia. Nicht vorbeilassen, bitte immer. Okay, Krempel. Dann müssen wir irgendwo anders hin. Das war doch schon in der Pfanne. Aha, ein Schlüssel. Das Rätsel mit dem Dings gehabt, mit dem Schwert. Wo finde ich denn die Maschine? Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen. Hier gibt es keine Alkohol. Ja. Okay, jetzt haben wir ein kleines Haustier. Ist ja absolut gar nicht putzig. Sind wahrscheinlich die Fallen gerannt. Jetzt kann Zeugs tragen. Hier hat er. Den Kleinen nicht mithelfen. Ach, in Lüften müssen wir. Da müssen wir. Müssen raus nach Lüften. Nicht hier im Rattenweg, sondern auf Lüften. Ich kann diesen Ort nicht schnell reisen. Fantastisch. Trottet jetzt zurück nach Weiß, trottet jetzt nach Weißlauf. Wir haben unser erstes kleines Haustier.
Dann gucken wir uns mal um. Übernehmen das Haus. Wenn wir von dem was. Sieht nicht so aus. Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Habe ich auch nicht gedacht. Bettleike. Aha. Helgas Herberge. Was war nur von Helga? Steht Helgas die Bella Stadt vor. Und optional. Treibe Helgas Schulden ein. Wir können was auch so machen. Ohne was zu klauen. Weil das können wir noch nicht so gut. Wenn ihr nach einem Zimmer sucht, dann versucht es im Bienenstich. Was wollt ihr? Was will er denn nun schon wieder? Ich habe ihm doch schon erklärt, dass man einem Stein kein Blut abpressen kann. Hört zu. Ich kann kein Geld herbeizaubern, wo keins ist. Bitte seid doch vernünftig. Ich werde nächsten Monat bezahlen. Auch meine Geduld ist am Ende. Was hat es denn für einen Sinn zu bezahlen? Eure Leute kommen ja nicht einmal mit sich selbst zurecht. Genauso gut könnte ich das Gold gleich in die Gosse werfen. Mich könnt ihr mit euren Drohgebärden nicht einschüchtern. An euch zahle ich nicht eine müde Münze. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Das sollten wir hier nachts machen. Verstehen halt jetzt für keine so gute Idee. Wenn wir dann entdeckt werden. Puh. Eigentlich müssen wir es wahrscheinlich mal üben. Wird auf jeden Fall hier mal speichern. Versuchen wir beide Wege. Der erste Weg geht so. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls. Hilfe! Ihr hättet nie hinkommen sollen. Wieso kriegen wir kein Geld von dir? Das ist alles, was ihr wollt. Jetzt wechseln wir hier Leute ab. Ich ergebe. Und da sind wir tot. Das hätte ich mal keine gute Idee. Wir versuchen es mal mit dem Diebstahl. Vielleicht fällt es bei den Wachen nicht auf. Und ermorden will ich es eigentlich nicht. Ja. Okay, 6 pm. 21, 22, 23. 6 Stunden. Bis mitten in der Nacht, das. Ich meine, die wird wach bleiben. Die Bäume. Ach, sie sind.
Die Herbergsleiter. Der Herbstwald erinnert mich an meine Kindheit. Und wie ich im Walenwald zwischen den hochaufragenden Bäumen gespielt und mit meinen Brüdern zusammengelebt habe. Hier ist kein Ausweg. Wenn wir hier runterrennen. Das heißt, wir müssen mit der Statue wieder an ihr vorbei. Solltet ihr auf dem Markt vorbeikommen, ich handle dort mit Spezialitäten aus Morrowind. Wir haben gespeichert, oder? Ich rede hier nochmal schnell zwischen. Wo was tun? Das läuft weitestgehend problemlos. Bisher. Noch hat es nicht bemerkt. Den Rattenweg. Kleine Erpressung. Wir werden kriminell. Die Stadt würde ich aber schnell loswerden. Die trage ich nicht mit mir rum. Wenn ich durch die Stadt laufe. Und die gebe ich hier irgendwo ab. Oder stell sie zumindest irgendwo ab. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Hier gibt es keine Almosen. Wir wussten unser Auftrag. Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Schließlich hat ein Bildhauer auch nicht immer den feinsten Granit zur Auswahl. Ich habe angenommen, dass ihr wegen eures Gesichts gekommen seid. Aha. Damit ich es in etwas Ansprechenderes verwandle, als das, was euch die Natur mitgegeben hat. Ihr seid also als Kunde hier. Soll ich euer Gesicht neu gestalten? In der Tat. Es ist keine Kleinigkeit, sich dem Messer des Fleischformers hinzugeben. Okay. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Habt ihr schon etwas für uns? Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Oh. Da können wir den Charakter verbessern. Da können wir den Charakter dann das Gesicht neu gestalten. Aber das sehe ich jetzt, da war das eh nie zu Gesicht bekommen, das Gesicht. Kann man das hier irgendwo eine Truhe packen oder so, eine Kiste? Wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Ganz schön mutig von euch hier runterzukommen. Im Rattenweg ist schon so manchem was zugestoßen. Ich bin beschäftigt. Habt ihr denn nichts zu tun? Ich hoffe, dies brennt dann nicht. Ich würde jetzt einfach mal hier irgendwo hinstellen. Auf eine Kiste. Ich renne ungern mit Liebesgut durch die Stadt.
Oh Scheiße. Ich kann nicht aus dem Inventar entfernt werden. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Habt ihr schon etwas für uns? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Das soll jetzt noch mit einer geklauten Götterstatue rum. Das ist sicher eine kluge Idee. Das hätte man vielleicht nicht als erstes machen sollen. Die Zwergenrune. Okay. Ich hoffe, das kriegen wir hin.